Und dann und dann ins Ira. Und jetzt so fließend ohne Stopp. Es fängt mit dem I an und dann. Das bin ich, Anne. Gerade in der Mission, mich nicht so ernst zu nehmen. Kann uns ja allen nicht schaden, oder? Was sind das für Menschen, die sich das auch schon gedacht haben und Clown werden wollen? Ein bisschen Angst habe ich ja, zur Lachnummer zu werden. Aber ich will mich drauf einlassen und erfahren, wie der Clown auf die Welt blickt. Und was wir von ihm lernen können. Wir alle haben ja gerade eine schwierige Zeit hinter uns. Pandemie, Kontaktbeschränkungen, wenig zu lachen. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt seid ihr schon ein bisschen vorbereitet für unser Spiel mit der roten Nase. So eigene Augen hätte und die Nase schaut sich um. Und das Tolle ist, jeder Impuls geht von der Nase aus. Genau. Es ist so die Nase, die guckt so an den Tisch und so, so ein bisschen schnuppern. Ja, der genau. Clown hier neben mir heißt übrigens Michael Stuhlmüller und betreibt eine Clownschule in Hofheim, wenn er nicht gerade Webinare gibt. Was gibt's denn hier noch für Nasen? Jede Nase ist anders. Die Conny, die hat eine lustige Nase. Nase mit Brille. Das ist sein Clown-Notdienst, den er in der Corona-Zeit anbietet. Die Teilnehmenden sollen sich mal so richtig freilachen. Von Scham, Sorgen und, ja, von was eigentlich noch? Ich steck mir was auf die Nase. Ich bin so ein bisschen anders als normal. Und da hoffe ich, dass wir da jetzt hinkommen, dass ihr ein bisschen weniger normal seid. Und schaut mal, was ihr heute so für eine Nasenstimmung habt. Ja, geht mal so in die Nase und guckt. Und die Nase konkret jetzt, wenn ihr die aufhabt, dann... Also die Nase hat nur zum Nachdenken. Ich bin nicht so ein Mensch, der gerne so in die Kamera tritt. Aber ich habe gemerkt, dass der mir so ein bisschen auch diese Hemmung genommen hat. Man hat sozusagen noch so eine andere Facette von sich und dann fällt es mir einfacher, so ein bisschen aus der Rolle zu tanzen. Ich fahre ja von Patient zu Patient und setze mir dann tatsächlich, wenn ich ganz angespannt bin oder so zwischendurch, so eine imaginäre Nase auf beim Autofahren. Und das ist total cool. Also wenn man dann an der Ampel sitzt und denkt, man hat die rote Nase und guckt dann mal verschmitzt nach rechts und nach links, das ist schon, es wirkt viel Spannung irgendwie in mir aus. Und die Bereitschaft, sich da einzulassen, alle anderen Masken mal so fallen zu lassen, die einem auch Sicherheit geben und wirklich zuzulassen und zu sagen, wow, ich sehe jetzt auch ziemlich doof aus und Gott sei Dank sehen die anderen auch doof aus. Also nicht die Angst zu haben, nicht mehr so gut zu sein, nicht mehr so gut auszusehen, sich ein bisschen albern zu bewegen. Und mit der Zeit wird man da durchlässiger, wird lockerer. Und du bist jetzt die ganze Woche dabei, mal gucken, wie es dir am Sonntag geht. Spannend. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Michael Stuhlmüller hat mal Jura angefangen, aber das war ihm dann alles zu eng und zu streng. Jetzt ist er Clown und Clownschulendirektor. Er zeigt mir seine Schule. Hier kann man sich zum staatlich anerkannten Clown ausbilden lassen. Eine 4-jährige Ausbildung. Kostenpunkt 11.900 Euro. Das läuft nebenberuflich in Wochenendseminaren. Ist ein ziemlich komplexes Programm mit verschiedenen Lachräumen, die man wie bei so einem Gameboy-Spiel nacheinander durchspielen muss. Ich nehme die Schnupperversion. Eine Woche Clown-Schnellkurs. Was kann ich da lernen? Und wen lerne ich kennen? Bevor ich aber auf die anderen Schülerinnen und Schüler losgelassen werde, bekomme ich heute ein Einzelcoaching. Ja, man merkt das auch an den niedrigen Decken. Ne? Dann wird man früher kleiner. Gut, vielen Dank für den Rundgang. Das Kostüm kommt relativ spät. Okay. Ja. Warum? Weil man erstmal in der Entwicklung der Figur herausfinden muss, wo die Reise hingeht. Der innere Impuls ist das, was uns die ganze Zeit trägt und begleitet. Also das ist das, wo man immer wieder auch den Grund und den Bezug findet, warum man das macht. Und was ist dein innerer Impuls? So dein persönlicher als klar? Also mein persönlicher innerer Impuls hat ganz viel mit meinem inneren Kind zu tun und da brauchte ich auch eine ganze Weile, da überhaupt hinzukommen, weil auch meine Kindheit nicht gerade so unkompliziert war. Das heißt, also ich war sehr, sehr früh sehr erwachsen. Aber was so ein bisschen zurückgeblieben ist, ist diese Naivität, diese kindliche Spielfreude. Und die habe ich mir über den Clown wieder nach und nach erarbeitet.
Also, Clowns machen ja üblicherweise ziemlich viel Quatsch und sind sogenannte Exzentriker. Stellst dir vor, du hast. Wir fangen im ersten Raum des Lachens an. So heißt das Level 1 in der Stuhlmüllerschen Clown-Theorie. Hier gibt's vor allem Körper- und Atemübungen. Und jetzt. Dann nochmal mit I hoch und. Sehr schön. Und jetzt ist es wichtig, dass du beim Ausatmen nochmal einatmest. Sehr interessiert, aber gleichsam sehr irritiert trifft es hier vielleicht am besten. Aber irgendwann vergesse ich meinen Kollegen Felix mit der Kamera und es macht sogar Spaß, sich so auf den eigenen Körper zu fokussieren. Das Becken, der Hintern geht nach hinten. Ne? Okay, der Bauch schiebt wieder nach vorne. Und dann geht die Schulter wieder nach hinten. Ne? Ja, der Kopf wieder nach vorne. Diese Aufgabe, mich einfach hinzustellen und dann zu sagen, und sagen, wow, hey Leute, ich find's gut. Und dabei niemanden anzugucken und eine Bestätigung oder einen Applaus zu erwarten, sondern einfach nur das Gefühl zu teilen, ich find's gut. Das hat mich zum Beispiel sehr viele Jahre gekostet. Sandra ist dran. Eigentlich ist sie Lehrerin. Nebenbei ein Kinderclown namens Plüsch, beziehungsweise Super Plüsch! Da, da. Gerade übt sie an einer Bühnennummer, wie Plüsch eine Zeitung als Schlange, Krokodil oder andere Wesen umdeutet und mit ihr kämpft. Sandra macht kleine Auftritte und hat auch eine Clown-AG an ihrer Schule gegründet. Ich mache das für mich. Ich gehe jetzt auf die Bühne, weil ich da Spaß haben will. Und in der Regel ist es so, dass dann, wenn ich Spaß habe auf der Bühne und spiele und auch wenn das schief geht, ist es dann auch egal. Das Publikum geht dann mit dem Spaß, den ich da habe. Und es geht immer was schief. Ist das dann für dich auch gar nicht schlimm, wenn Menschen dich nicht ernst nehmen? Am Anfang hatte ich schon oft Schwierigkeiten mit nicht ernst genommen werden, noch bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Und habe dann aber gemerkt, es geht mir gar nicht gut damit in dieser Rolle der Person, die immer ernst genommen werden möchte. Und ich habe mich dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich habe mich selbst verloren eigentlich durch dieses, ich muss jetzt hier seriös sein. Und dann hat mich im Prinzip die Clown-Ausbildung wieder ein Stück weit zu mir selbst zurückgeführt auch. Und ich glaube, ich habe durch die Clown-Übungen noch mal mehr gelernt, ich zu sein. Sich von den Erwartungen anderer freizumachen, musste auch Stuhlmüller erst lernen. Nach seinem abgebrochenen Jurastudium ist er zu Musik und Kunst an der Uni Kassel gewechselt und war dort eher in der Hochkultur unterwegs. Als Performance-Künstler ist er unter anderem auf der Documenta aufgetreten. Dann der Wechsel zur Clownerie. Für seine damaligen Kolleginnen und Kollegen war das nicht nachvollziehbar. Viele, viele Elemente sind da reingeflossen. Also das Entscheidende war für mich eigentlich immer wieder, nehme ich mich selber ernst. Also spüre ich wirklich, wenn ich etwas tue, habe ich wirklich das Gefühl, das ist wirklich authentisch. Und das hast du vom Clown gelernt, quasi? Das habe ich vom Clown gelernt, ja. Also dieses, und ich bin locker, also ich muss nicht in irgendwelchen Konventionen drin sein. Ich habe ein großes Privileg, dass ich wirklich sein kann, was ich gerade will. Also und dass die Leute mir das auch erlauben. Ja, denken, naja, es ist ja ein Clown. Ja. Also ich kann auch irgendwann anfangen, plötzlich mal so ein bisschen rumzutänzeln oder irgendwie Quatsch zu machen. Also ich muss, selbst wenn wir ordentlich am Tisch sitzen, ich muss mich nicht immer ordentlich benehmen. Und das finde ich sehr angenehm. Die allerersten Mimus-Darsteller. Die Seminareinheit Clown und Kommunikation beginnt. Eine Gruppe, die noch am Anfang ihrer Clown-Ausbildung steht. Die Teilnehmenden, bunt gemischt kann ich irgendwie nicht behaupten. Mir fällt auf, dass sie ziemlich homogen aussehen und der Großteil ungefähr zwischen 40 und 60 ist. Stecken sie in einer bestimmten Lebensphase? Nach was suchen sie? Der Grenzüberschreitung? Dem Kind in sich? Dem Witz? Letztendlich die Mimik ausdrückt. Ich bin einfach neugierig auf mich und ich habe den Eindruck, ich komme hier so ein bisschen mehr in Kontakt mit mir und das ist im Alltag oft nicht so möglich. Ich habe festgestellt bei meiner Arbeit, dass Lachen Blockaden löst.
Was machst du? Ich bin Coach und Berater für feinfühlige Führungskräfte. Okay, gut, alles klar. Und wenn ihr so einen anderen Spitzen findet, dann überspitzt ihr den auch so ein bisschen. Ja, also ich bin auch spitz, ja. Ja. Ihr seid oben spitz und unten spitz und ganz schnell spitz, langsam spitz, geblümt. Ja, also unten geblümt, oben geblümt. Und ihr seid hier ganz kariert. Ja. Ich will nicht lügen. Sich die Bilder im Nachhinein beim Filmschneiden nochmal anzuschauen, tut ein bisschen weh. Und gleichzeitig ist es unfreiwillig sehr lustig. Wie mutig die Gruppe ist, sich dabei filmen zu lassen. Schon eine Überwindung, bestätigt mir auch Christine. Bei mir ist es so, dass ich immer, wenn wir was Neues lernen, erstmal denke, völlig verrückt. Und dann, wenn man es wiederholt und mehrfach macht und es dann auch klappt und man nicht mehr so über Schritte nachdenken muss und es irgendwie einfach eher läuft, dann fühlt es sich auch nicht mehr so, was du meinst, unangenehm an, ne? So, dass man sich denkt, oh, wirklich komisch. Christine ist eigentlich Prokuristin. Sie hat wie einige andere hier die Corona-Zeit als Anlass genommen, diese Ausbildung zu beginnen. Gerade weil es momentan nicht so viel zu lachen gibt. Die Improvisation kriegt immer verschiedene Anstöße. Anne, wie hast du dich gefühlt? Ich bin halt immer noch auf so einer Sinnsuche, ne? Ich denke immer, das muss Sinn ergeben, was ich spiele. Und den finde ich dann nicht. Und deswegen bin ich immer noch so ein bisschen ratlos in meinem Spiel. So. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das an dem Punkt nicht mehr so geht oder ob das vielleicht später einfach kommt, dass man das vergisst und loslässt. Wollt ihr der Anne da antworten? Ich meine, was gibt es für einen größeren Sinn als mich? Was gibt es für einen größeren Sinn, als dass ich mich fühle, dass ich im Spiel mich erlebe, dass ich mir den Spielraum nehme, dass ich mir erlaube, das zu tun, was sich gerade in mir entwickelt, dass ich mir erlaube, auch irgendwie Quatsch zu machen. Mich selbst zu fühlen und auch meinen Kunden zu fühlen. Aha. Wenn ich den fühlen kann, kann ich dem auch spiegeln. Ja. Insofern dann kann ich auch sagen, schon spannend hier, wie du hier sitzt. Fühlt sich gut an. Ja. Okay, ich fühl's nicht. Naja, noch nicht. Kann ja noch kommen. Anderer Tag, andere Gruppe. Sie sind schon viel weiter in der Ausbildung zum Clown und wollen im Sommer gemeinsam auf Ostseetour gehen. Dabei sind zum Beispiel Andrea, eine Informatikerin. Ich lache gerne. Zum Präsenztraining dann auch. Iska, genau. Betriebswirtin und Ulf, der eigentlich Musiklehrer ist. Die Clownerie ist ein Hobby, das einige aber schon gern zum Beruf machen würden. Irgendwann. Das wird sich dann hoffentlich bis Sommer wieder ein bisschen regeln. Ja, mal schauen. Vielleicht einfach nur eine Jacke oder so, irgendwas Nettes. Das Kostüm. Aha, okay. Jetzt darf ich irgendwie doch. Schlecht. Ich finde es auch nicht so schlecht. Findest du nicht schlecht? Gefällt dir? Ich finde es eigentlich schön. Darf ich es schön finden oder muss ich es albern finden? Nein, du musst dir gefallen. Probier mal. Ja. Ja. Ja, das ist doch schon mal das. Ja, da steht ja das sehr gut. So. Wolltest du eigentlich noch Schuhe? Aber das Kostüm auch. Hilft mir schon jetzt, mich mehr darauf einzulassen, was auch immer jetzt willkommen mag. So. Ist das wichtig, sich für euch sich zu verkleiden? Damit man so aus sich rauskommt? Oder hat es andere Gründe? Ich weiß nicht, also ist es. Also ich finde es auch. Auch gut, mich selbst zu schützen. Mhm. Also die Verkleidung ist für mich auch ein Schutz. Weil wenn ich in den Clown gehe, dann bin ich ja auch nicht mehr so ich selber. Ich bin ich, aber ich bin verrückt. Ich habe mich selbst verrückt und bin dann anders. Vom Clown allen, denen ich so davon erzählt habe, ja, ich gehe jetzt manchmal 7 Tage unter Clowns, mhm. Dann so, oh was, oh Gott, nee, das ist ja peinlich. Das war eher so ein bisschen die Reaktion irgendwie, weil ich glaube, weil auch oft ein anderes Bild von Clowns vorherrscht. So, also das ist ja auch ein Sprichwort, ach, das ist ja ein Clown, so ein Clown. Ja, das ist richtig. Es ist häufig auch ein bisschen abwertend auch mit genau. gemeint. Ja. Das ist aber zum Teil noch mit aus dem, wenn man so ein bisschen sieht, diese uralten, klassischen Zirkusclowns. So dieser typische dumme August.
den nimmt man ja auch nicht so wirklich ernst. Aber es gibt von dem Clown her so viele Facetten. Es ist ja nicht einfach auf die Bühne stehen und witzig sein, sondern es fiel dahinter auch an Technik. Willst du hier die Sachen? Jürgen und Anja haben die Ausbildung bei Michael Stuhlmiller schon abgeschlossen. Sie treten ehrenamtlich als sogenannte Pflegeclowns in Krankenhäusern und Seniorenheimen auf. Seit Corona natürlich nicht mehr. Das hier im Stadtteilzentrum an der Kinzig in Hanau ist ihr erster Auftritt seit mehr als einem Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie die Clown-Nummer bei der demenzkranken Wohngruppe ankommt. Aber Theobald, du fährst nicht zu schnell. Gut. Was ist los, Ottilie? Da! Was? Die Ampel! Welche Ampel? Da, die Ampel! Die ist oh Gott. Rot! Rot! Oh wei, was jetzt? Ottilie! Der kommt. Die Polizei! Die Polizei, Ottilie! Die Polizei! Die Polizei! Was machen wir nur? Da liegt Hanau! Da ist Hanau! Wir haben es geschafft. Schwer zu sagen, ob das Programm das Publikum überhaupt erreicht. Aber dann kommt die Geheimwaffe. Schau nur in die Sterne, die am Himmel stehen. Ach, ich blieb so gerne und muss doch leider gehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Vielen Dank. Dankeschön. Wie war es für euch? Ja, wir waren sehr zufrieden. Also ich auf jeden Fall. Das war unser Ansinnen, ist ja, die Leute zu berühren. Ja? Und das Herz wird nie dement. Ja? Und Musik kommt da durch. Ja. Weil am Anfang dachte ich so, oh, weil irgendwie keiner reagiert hat. So ja. Richtig. Aber wahrscheinlich hat man einfach einen anderen Maßstab, oder? Ja. Dann bei Demenzkranken. Also geht es überhaupt darum, die zum Lachen zu bringen oder so? Weil man denkt immer, ein Clown, der will zum Lachen bringen. Ein Clown will berühren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ein Clown unbedingt immer zum Lachen bringen muss. Ja, ich denke, der Clown ist ganz wichtig, ja? Weil er wirklich gerade jetzt in unserer Welt, wo nur Leistungsfähigkeit zählt, ja, darf der Clown stolpern, scheitern, all das, das gehört dazu. Ja. Und gerade die Menschen hier, die ja doch sehr isoliert sind in den Einrichtungen, ja, denke, die brauchen es unbedingt, Berührung. Ja. Mich berührt es, wie aufrichtig zugewandt die beiden sind. Gerade weil bei einem demenzkranken Publikum ja nicht viel Anerkennung und Applaus zu erwarten sind. Klar wollen die beiden eine Reaktion, aber ihr Anspruch ist viel bescheidener als bei den meisten Menschen, die eine Bühne suchen. Und damit haben sie sich wirklich von einigen Zwängen freigemacht. Seid ihr soweit? Jo. Ich will loslegen. Körper aufwärmt. Gibt es zwei Dinge? Genau. Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen wackelig. Beim Warm-up bin ich inzwischen so richtig am Start. Aber ist natürlich auch etwas völlig anderes, als sich auf eine Bühne zu stellen und zu versuchen, ein Publikum zum Lachen zu bringen. Ich glaube nicht, dass ich mich das trauen würde. Jetzt denken wir an das, was wir vorhin gemacht haben. Und das Becken moved so durch die Gegend. Ja, und zwischen den Händen und den Füßen. Was würde denn passieren, wenn du mich jetzt auf die Bühne schicken würdest? Würde es einfach unangenehm werden? Zu dir würde ich sagen, du musst einfach noch ein bisschen Ausbildung machen. Also das ist, was das große Problem ist für Leute, die anfangen mit dem Clown,
ist, dass sie erstmal so ein bisschen in diese emotionale Welt von dem Clown einsteigen müssen. Weil die ist von der Logik her ganz anders als die normale Welt. Im Normalleben versuchen wir, Probleme zu vermeiden. Und als Clowns suchen wir dauernd Probleme. Oder zum Beispiel die Angst, nicht mehr gut auszusehen. Ja, die Angst, sich lächerlich zu machen. Wenn diese Angst sehr groß ist, dann funktioniert das Spiel nicht so gut. Also ich glaube, ja, der schwierigste Punkt ist einfach, dass es einem wirklich völlig egal ist, was andere Leute denken gerade. Ich glaube, sobald der Punkt überschritten wäre, bei mir wäre es einfach, weil dann hätte man sich selber die Freiheit gegeben. Aber das kommt ja, glaube ich, vermutlich erst relativ spät. Naja, also ich will dir da noch eine kleine Hilfestellung geben. Es ist eigentlich nicht, es ist nicht entscheidend, dass man an den Punkt kommt, wo einem völlig egal ist, was die anderen denken. Weil mir ist es ja auch nicht egal, was mein Publikum denkt oder meine Schüler. Es ist an den Punkt zu kommen, für möglich zu halten, dass die nichts Schlechtes über mich denken. Für möglich zu halten, dass die sich vielleicht sogar freuen auf mich. Für möglich zu halten, dass ich mich nicht dauernd irgendwie verhalten muss, dass die mich akzeptieren, sondern dass die mich vielleicht sogar so akzeptieren. Also dieses Egal, diesen Zustand strebe ich nicht an. Aber dann hast du ja voll das positive Menschenbild. Warum nicht? Was nicht mal ganz leicht ist, weil ich behaupte, dass viele Menschen immer noch denken, Clown sein ist lächerlich oder Clown sein ist komisch oder mit den Menschen stimmt irgendwas nicht oder was ist eigentlich deren Problem? Ich glaube schon, dass diese Vorurteile herrschen in unserer Gesellschaft und dann trotzdem erstmal nur Gutes zu unterstellen, spricht von einem sehr positiven Menschenbild, finde ich, ja. Das ist eben Clown. Okay, ihr Lieben, wollen wir loslegen mit euren Nummern, ja? Am Anfang war es ziemlich gut und dann ging es immer weiter runter von der Energie. Aber gehen wir mal von Anfang an hin. Du nimmst das hoch und dann ist dieses ganz schöne Bild mit dem, setz die Nase jetzt einfach, wir machen es ein bisschen trocken gerade eben. Ich will dir nur bei den, aber setz die Nase ruhig auf. Die fing eben auch schon an, wieder wegzurutschen. Andrea, nicht viel reden, ja? Sonst kommen wir auch mal aus der Energie raus. Okay, nimm es hoch und jetzt machst du das dreimal. Ja. Dreimal, nicht nur einmal, sondern, ja, smiling, boah, und jetzt, ja, und jetzt mich nicht angucken. Es sind diese kleinen Nuancen, die entscheiden, ob es lustig ist oder nicht. Das ist einfach der Punkt und da fängt es an, wie so ein Blackout. Und da steige ich aus und das ist der Punkt, wo die Energie absackt. Wieso sieht das aus wie ein Blackout? Hab ich ja nicht. Doch, hast du. Nur du merkst es nicht. Wie frustriert warst du am Ende so? Da kam so mein Kritiker mit rein. So, der Kopf versteht es. Ja, aber und dann kriegst du es in dem Moment, aber denkst du, Mist, ich hab's gerade nicht umgesetzt. Das ist so, ich will und kann nicht. Für mich ist es schon nicht ganz einfach, muss ich schon sagen. Gut, das ist auch so ein bisschen auch im Hintergrund was anderes von mir noch von früher, von der Schule her. Von daher muss ich ja mal gucken, dass ich das ein bisschen dann, nee. Es ist nicht das Alte, ich bin jetzt und es ist alles wieder komplett anders. Ich finde aber auch, es ist ein toughes Coaching und es scheinen die sehr feinen Details zu sein, die eine Bühnenshow besser machen sollen. Zum Beispiel, wie eine Mundtröte wirklich klingt. Mhm, sehr gut. Jetzt probieren wir Folgendes, probieren wir so. Durchblasen. Mach mal. Ja. Das kriegt ihr hin, ja? Uff, in mir brodelt schon eine kognitive Dissonanz. Die Faszination am Clown, die Michael und die anderen mir erklären, die kann ich verstehen.
dass er das ultimative Loslassen bietet. Freier Fall, weg von Konventionen und Rollen. Dass der Clown viel mehr ist als der dumme August. Aber auf der Bühne sieht er für mich immer noch genauso aus. Und ich bin unsicher, ob die perfekte Mundröte es dann wirklich besser macht. Mir erscheint das wie ein ganz schön enges Korsett. Die meisten Menschen, so nehme ich das inzwischen zumindest wahr, kommen nicht mit dem primären Wunsch in die Clownschule, lustige Nummern einzustudieren. Die meisten Menschen kommen mit dem Wunsch hierher, sich zu befreien. Aus den Rollen, die unser Leben so mit sich bringt. Oder tatsächlich aus der eigenen Haut, weil man im Laufe des Lebens vielleicht Verhaltensweisen entwickelt, die einem selbst nicht gefallen. In jedem Fall ist das eine höchst sensible Angelegenheit. Sagt auch Anke, mit der ich in einer kurzen Pause rausgehe. Okay, ja, alles klar. Manchmal sind es aber auch einfach Hinweise darauf, was mir noch schwerfällt. Also immer wieder so die Punkte, die ich im Leben auch habe, so wo ich merke, oh, das kann ich nicht gut oder das sind meine wunden Punkte, die kommen hier natürlich auch. Das klingt ja so, als ging es dir gar nicht darum, die Bühne zu finden als Clown, sondern so ein bisschen therapeutisch für dich. Therapeutisch ist so eine Sache. Ich erinnere mich, als ich habe, wie die meisten hier, auch diesen Vorbereitungskurs Entdecke den Clown in dir gemacht. Und dann da gab es so Momente, wo so Teilnehmer sowas gesagt haben und der Michael hat das so abgewürgt dann. Und dann bin ich in der Pause zu ihm und habe ihm gesagt, also du gehst ja manchmal nicht so pfleglich mit deinen Leuten da um. Und war gespannt, wie er darauf reagiert. Und dann hat er gesagt, du, das hier ist keine therapeutische Veranstaltung. Der Michael macht hier ein Angebot, was auch dazu dient, etwas über mich zu erfahren. Aber was ich mit dieser Erfahrung mache, da habe ich die Verantwortung. Danke. Ich selbst suche all das nicht. Über meinen Schatten springen, sich nicht mehr so ernst nehmen. Ja, unbedingt. Aber ich muss kein inneres Kind in mir wecken und ich habe nicht das Gefühl, mich aus bestimmten Rollen befreien zu wollen. Und ich glaube, deshalb tue ich mich auch schwerer als diejenigen, die sich sehr bewusst für die Clown-Ausbildung entschieden haben. Und da auch durch eine harte Schule gehen, wie ich finde. Es sind auch schon Leute jetzt, da weiß ich eben nicht so genau, ob das erlaubt gewesen wäre. Wie ist denn eigentlich dein Selbstverständnis als Lehrer in dieser Clown-Schule? Das ist eine interessante Frage. Das hat sich natürlich extrem gewandelt im Laufe der Jahre und ich habe das nie gelernt, also wie man jetzt so einen Clownkurs unterrichtet. Also viel ist einfach entstanden aus der Erfahrung. Heute bin ich jetzt an dem Punkt, wo mir es ganz wichtig ist, dass ich sehe, dass die Schüler sich entfalten können, dass die den Spielraum haben, sich zu entfalten. Ich habe so ein bisschen in den vergangenen Tagen das Gefühl entwickelt, dass die Clown-Ausbildung so ein bisschen therapeutisch ist für die. Wie gehst du damit um? Egal, welche künstlerische Ausbildung man macht, es ist immer eine Selbsterfahrung. Und die Kunst besteht darin, dass es eben dann nicht Therapie ist, sondern wirklich dann eben Kunst wird. Aber Kunst ohne diesen eigenen Erfahrungsbereich, diesen eigenen individuellen Bereich, auch von Freude und auch von Schmerz, funktioniert nicht. Es erscheint mir extrem fordernd und persönlich, bis man an dem Punkt ist, an dem man sich wirklich freispielt und vielleicht sogar damit klarkommt, dass einige trotzdem nicht drüber lachen. Vielleicht ist die Hauptsache ja wirklich, dass man selbst drüber lachen kann. Morgens steht ein kleiner Mann vor der Tür, der sagt mir, was kann ich dafür, dass du heute nicht der Erste bist, den das Schicksal heute vergisst. Den das Schicksal heute vergisst. Schau doch mal in deiner Hand, hast du es nicht schon längst erkannt, dass du es alles in dir trägst? Und jeder Mal kommt alles anders. Als gedacht und als geplant und als gewollt.